Pavel, am Donnerstag kommt es zum Rückspiel gegen NK Osijek. Was darf man von unserer Mannschaft erwarten? Ja, wir wollen schon ins Spiel gehen, um das Ergebnis zu korrigieren. Das ist ganz klar, das ist das Ziel, das ist die Aufgabe. Und wir wissen, dass es ein schwieriger Gegner ist. Das haben wir im Hinspiel leider durchs Resultat hinnehmen müssen. Aber jetzt spielen wir zu Hause, sind wieder eine Woche weiter im Training. Und ich erhoffe mir natürlich schon, dass wir dementsprechend auftreten, dass wir es schaffen, von Anfang an Druck auszuüben. Die Fehler, die wir begangen haben, eben möglichst korrigieren und es vor allen Dingen besser machen. Gerade im Spiel nach vorne, wo wir in Osijek leider nicht so oft gefährlich dann werden konnten. Dass wir einfach mit mehr Überzeugung in so ein Spiel gehen. Und ja, wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir können nur gewinnen. Und dementsprechend hoffe ich mir schon eine Mannschaft, die alles dafür tut, um eine Runde weiterzukommen. Das bedeutet, wir werden kommen wie die Feuerwehr und möglichst schnell den ersten Treffer erzielen, damit man schnell den zweiten schießen kann. Das ist natürlich die Wunschvorstellung. Nein, also ich bin definitiv nicht bereit, jetzt schon die weiße Fahne zu hissen. Wir haben morgen das Spiel, wir haben morgen die Chance und dementsprechend wollen wir die Chance auch packen. Und wohlwissend, ja, es kommt der ein oder andere zurück, aber ist noch nicht bei 100%. Aber trotzdem, dass wir so einen Spirit entwickeln, so eine Power entwickeln, gerade zu Hause mit unserem Zuschauern im Rücken, ja, dass wir den Gegner unter Druck setzen können, dass wir den Gegner eventuell nervös machen können und vor allen Dingen, dass wir zielstrebiger sind, dass wir es eben schaffen, uns da Torschancen zu kreieren und vor allen Dingen auch zu machen. Die Hoffnungen ruhen auf Tommy Juric beim FC Luzern. Wie fit ist er? Ja, ist klar, dass der noch nicht bei 100% sein kann. Das ist, denke ich, völlig normal. Aber trotzdem mit seiner Präsenz, das merkt man eben, dass er eine sehr, sehr gute Ausstrahlung hat, eben aufgrund der letzten Spiele in der Rückrunde, aber eben auch durch den Confed Cup, kommt er natürlich mit sehr viel Selbstvertrauen, ist er zurückgekommen, das strahlt er eben auch aus und ich hoffe schon, dass er das ins Spiel reinbringen kann, was gut für sein Spiel wäre, aber eben, dass er es auch schafft, vielleicht den einen oder anderen dadurch noch mitzuziehen. Nach der Qualifikation für die nächste Runde geht es am Sonntag weiter mit dem Heimspiel gegen Lugano. Inwiefern sind Sie zufrieden mit dem Stand der Vorbereitung, die ziemlich kurz war? Ja, es ist jetzt schwierig, eine Prognose abzugeben. Was mich erstmal erfreut hat, ist die Art und Weise, wie die Jungs trainiert haben, wie sie die schwierige Situation angenommen hat. Vor allen Dingen, was mich sehr positiv überrascht hat, war, dass eben auch alle neuen Spieler sehr, sehr gut integriert worden sind. Ich habe das Gefühl, dass sie sich sehr, sehr schnell sehr wohlfühlen bei uns. Und ja, jetzt gilt es eben, fokussiert zu sein, wirklich in der schwierigen Phase, wo wir jetzt gerade sind, gleich mit einer Anführungszeichen englischen Woche anzufangen, dass wir alles dafür tun, um erfolgreich zu sein. Und da ist es auch klar, das werden wir nicht mit 11 Spielern hinbekommen, sondern da wird es definitiv Rotationen geben und jeder muss parat sein, jeder muss den Fokus sehr hoch halten, um dann eben auch seine bestmögliche Leistung bringen zu können. Der FC Luzern hat heute noch bekannt gegeben, dass man sich im gegenseitigen Einvernehmen mit François Affolter getrennt hat. Können Sie uns dazu etwas sagen? Ja, ich denke, das ist für beide Seiten jetzt eine sehr, sehr gute Geschichte, weil ich habe jetzt 2,5 Jahre mit François zusammengearbeitet, super Profi, wirklich immer vorbildlich, hat sich nie was zu Schulden kommen lassen. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass wir da was verändern wollen würden. Und dementsprechend haben wir eben auch gehandelt. Und weil sich der François eben nichts zu Schulden kommen hat lassen, war ich da auch sehr, sehr offen, sehr, sehr ehrlich zu ihm, zu einem sehr frühen Zeitpunkt auch, dass er eben auch doch die Möglichkeit hat, dann eben auch was anderes zu bekommen, zu finden. Es war ein hartes Gespräch, aber ich denke, das wird François eben auch geschätzt haben, dass man da sehr ehrlich mit ihm umgegangen ist, dass man andere Pläne hat, dass man ihm keine Einsatzzeiten mehr gewähren kann. Und es freut mich, dass er und der Verein sich jetzt da einigen konnte und dass er jetzt die Möglichkeit hat, einen anderen Verein zu finden. Und dafür wünsche ich ihm natürlich alles erdenklich Gute, dass er die richtige Auswahl trifft, um dann vielleicht den nächsten Step machen zu können. Der Match ist erst am Sonntag. FC Luzern gegen Lugano. Der Sonntag ab der 4 in der Swissport Arena. Präsentiert von unserem Hauptsponsor Ottos, der Luzerner Kantonalbank, Mareschau und unserem Ausrüster Ochsner Sport. Und von Radio Pilatus.